Über 40 lange Jahre war er in der Kommunalpolitik aktiv, mehr als 20 davon als Bürgermeister, Herold Quick. Der langjährige Chef des Rathauses von Falkenberg-Elster und seit 2020 hauptamtlicher Bürgermeister der neu gegründeten Verbandsgemeinde Liebenwerda lud zum Abschiedsempfang ins Falkenberger Haus des Gastes. Unzählige Amtskollegen und Weggefährten kamen, um das vielschichtige Wirken von Herold Quick noch einmal zu würdigen, darunter Vertreter der Partnergemeinden aus Nordrhein-Westfalen und Polen, Landrat Christian Jaschinski, der noch Sparkassenchef Jürgen Ricke und sein Nachfolger Frank Prescher und viele weitere Gäste. Jörg Fabian, Vorsitzender der Verbandsgemeindeversammlung Liebenwerda, ließ den langen Weg von Herold Quick noch einmal Revue passieren. Ab 1981 war er als Gemeindevertreter an seinem Heimatort Rehfeld bei Falkenberg aktiv und wurde dort später auch ehrenamtlicher Bürgermeister. Im November 2001 übernahm er dann das Zepter im Rathaus von Falkenberg. Maßgeblich beteiligt war er am Zusammenschluss der Städte Mühlberg-Elbe, Übigau-Warnbrück, Falkenberg-Elster und Bad Liebenwerda zur Verbandsgemeinde Liebenwerda, welcher er mit ihrer Gründung im Jahr 2020 dann auch als hauptamtlicher Bürgermeister vorstand. Mit deutlicher Mehrheit wählten ihn damals die Vertreter der beteiligten Gemeinden. Ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich fand es sehr beeindruckend, als wir den traditionellen Neujahrsempfang hatten, hier in der Stadt Falkenberg-Elster, als viel berichtet wurde und dein Wegbegleiter, dein Freund, Herr Christin, Hans Rednerpult trat und so ein paar Sachen auch beschrieben hat aus deinem ehrenamtlichen Wirken, aus deinem hauptamtlichen Wirken. Da war Freundlichkeit, da war Zuverlässigkeit, da war Beständigkeit, Entscheidungsfreudigkeit. Viele haben gesagt, beim Überlegen der Verbandsgemeinde, das wird gar nichts. Wir haben gesagt, wir machen das und man kann ja aus Fehlern lernen, man kann korrigieren. Das waren die Antennen, die ihm mitgegeben wurden aufgrund der langjährigen Erfahrung als ehrenamtlicher Bürgermeister, als Hauptverwaltungsbeamter. Und heute sind viele auch hier im Saal überzeugt und sagen, ja, die Entscheidungen waren richtig, die letzten 3 Jahre haben es gezeigt, die erste Verbandsgemeinde im Land Brandenburg, die Verbandsgemeinde Bad Liebenwerda, steht auf solidem Fundament und die Früchte, die dieses Gebilde demnächst auch entwickeln wird, das wird die nächste Generation ernten und die werden dann sagen, Mensch, die Pioniere, die 4 Pioniere haben doch richtige Entscheidungen auf den Weg gebracht. Die ehrenamtlichen Bürgermeister der 4 an der Verbandsgemeinde beteiligten Kommunen schenken ihm zum Abschied einen Tisch mit dicker Eichenplatte, weil er immer versucht hat, dicke Bretter zu bohren, was ihm oftmals auch gelang. Zahlreiche weitere Aufmerksamkeiten kamen hinzu. Im Sommer des vergangenen Jahres kündigte Quick überraschend seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik an. Gesundheitliche und private Umstände führte er damals als Gründe an. Die mit Spannung erwartete erste Wahl des Bürgermeisterpostens durch die Einwohner der Verbandsgemeinde machte Claudia Sieber zu seiner Nachfolgerin. Sie war lange Jahre Kreistagsabgeordnete und zuletzt Chefin der Agentur für Arbeit in Herzberg. Ich bin überzeugt, dass meine gewählte Nachfolgerin im Amt, Frau Claudia Sieber, das ebenfalls für die Verbandsgemeinde Liebenwerda gut meistern wird. Sie hat eine jahrelange Verwaltungserfahrung und ist seit vielen Jahren Stadtverordnete in Bad Liebenwerda, was sicher allen zugutekommen wird. Ich wünsche dir, liebe Claudia, alles Gute und immer eine glückliche Hand bei all den Entscheidungen, die zukünftig zu treffen sind. Am 1. März übernahm sie die Geschäfte als Verbandsgemeindebürgermeisterin. Uns allen wünsche ich, dass es weiter vorwärts geht in Bad Liebenwerda, in Falkenberg-Elster, in Mühlberg-Elbe, in Übigau-Warnbrück, in der Verbandsgemeinde Liebenwerda und in unserem Landkreis Elbe-Elster, damit wir eine lebendige Region bleiben und die Bürgerinnen und Bürger couragiert und engagiert zusammenstehen. Herzlichen Dank und ich bin dann eben mal weg.